Ja, da sind wir wieder. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wirklich alle jetzt tot sind. Und was ich auch noch hoffe... oh, alter Lehmann. Oh, das ist schön. So ein alter Schimmer der Lebenstein ist immer wertvoll, glaube ich. Okay, gehen wir einfach mal hoch. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass da kein Boss ist. Och nein, nicht solche Kerle. Warum muss immer sowas kommen? Och nee. Gehen wir erst durch die Tür da. Scheiße, da ist nämlich das scheiß Bonfire, was man nur kriegt, wenn man den Boss gelegt hat, den optionalen. Sie kommen beide. Gehen wir kurz hier runter. Und hoffen einfach mal, dass sie nicht hinterher springen. Sie sind hinterher gesprungen. Oder? Huch. Hey, renn nicht weg. Boah, die zimmern uns so um, wenn die uns töten. Oh Gott. Ich wusste, dass sie hier runterfallen können. Hier kann er aber hoffentlich nicht runter. Bumm. Und jetzt noch einmal. Bumm. Uiuiui. Mir geht gerade ein bisschen die Pumpe. Ich hatte das gedroppt sogar. Eisentrachtgamaschen. Und das Schlimme ist, dass noch einer. Da ist noch einer da oben, ne? Wo ist der andere hin? Da waren zwei. Oh nein. Nicht töten, nicht sterben. Danke. Nachricht lesen. Aua. Bumm. Okay, okay, okay. Wir kriegen die mit zwei Schlägen, kriegen wir die down. Oh nein, da ist schon wieder ein Bogenschütze. Geht die Tür auf? Ja. Okay, ja. Wenn hier ein Leuchtfeuer ist, dann ja. Wo? Da. Nebelwand voraus, okay. Okay, hoch hier. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Da ist ein Leuchtfeuer. Ich gehe aber erst zur Kiste. Oh, bitte keine Falle, bitte keine Falle. Donnerquarzring. Jetzt einfach zum Leuchtfeuer. Gut. Und jetzt gucken wir uns das Leuchtfeuer mal, also den Ring mal an. Donnerquarzring, erhöht Blitz, aber hier ist aber kein Blitz. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Gucken, was da oben ist. Das hier alles gucken wir uns später dann nochmal an.
Erstmal gucken wir jetzt nach oben. Hier ist ein Boss oder so. Da sitzt einer. Sprechen. Nein. Was? Hier ist auch noch mein Glockenturm? Schnaufpause wird möglich. Erschöpfung. Kurze Schnaufpause. Okay. Wie viel brauchen wir für einen Hochleveln? 13.000 sind zwei Level, die wir haben. Wir kriegen kurz nach Medjula. Boah, das Gebiet sieht echt fies aus. Boah, und die Scheiße, wir kommen jetzt auch nicht wieder da hin, ne? Das ist fies, das mit dem Leuchtfeuer hier. Ist das schon ein neues Gebiet? Ja. Der Sonnenturm. Ach, das ist wieder so ein Glockending. Oh nein. Wenn das mal nicht ein Fehler war, hier zu dem Leuchtfeuer zu gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das wird ja noch lustig hier. Jetzt erstmal schön hochleveln. Hallo. Sprechen. Okay, aufsteigen. Ja, Geschicklichkeit, ne? Oder? Ja, kriegen wir es auf 40. Okay, was ich auch nochmal ausprobieren möchte. Wir gehen nochmal zu Snuggly. Gucken wir, was wir noch verbrennen könnten. Also was sieht danach aus, ob wir es verbrennen könnten? So ein Prismastein könnte man auch mal versuchen, einfach zu verbrennen. So eine rostige Münze kann man versuchen zu verbrennen. Das kann man versuchen zu verbrennen. Das kann man zu versuchen. Man muss einfach mal alles mal ausprobieren, das zu verbrennen. So ein Ding kann man auch versuchen. Probieren wir einfach mal alles aus, so. Huch. Nee. Oh, und so ein Seelengefäß. Da bin ich ja gespannt, ob man das vielleicht eintauschen kann. Und so ein Pharos-Ding. Nee, ich wollte nochmal ran eigentlich. Nein! Oh, ich beam mich zum Leuchtfeuer, wo wir gerade sitzen. Bin ich dämlich. Da ist wieder ein PvP-Area jetzt. Och, scheiße. Ein PvP-Area. Oh nein! Oh. Das wird... Oh. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir da vorgehen. Naja. Werden wir dann sehen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Snuggly. Und verbraten die Items, die wir so gefunden haben. Wie zum Beispiel das versteinerte alte versteinerte Etwas. Na los. So. Wo müssen wir denn zu Snuggly hin? In die Richtung. So, lang, lang, lang hier. So. Was dieses Boot da gebracht hat, dieser Sarg da, das weiß ich auch noch nicht. Das muss ich auch noch mal herausfinden. Muss ich mal googeln oder so. Oh, da liegt ein Item. Naja, jetzt kommen erstmal hier Mr. und Mrs. Snuggly. Ein Lebensstein. Okay, so nicht. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Kann die eigentlich ablegen? Nee, kann nicht ablegen, okay. So eine Münze könnten wir versuchen. Okay, so nicht. Ja, hab schon verstanden.
Weiß nicht, ob es immer noch so ist bei Dings. Also so hier ablegen. Das ging zum Beispiel. Könnte Menschlichkeit ablegen bei Dings. Hier anscheinend nicht bei Dark Souls 2. Hier gehen anscheinend nur diese 3-4 Items. Finde ich ein bisschen schade, weil hier konnte man so ein bisschen rumprobieren. Zum Beispiel, wenn man einen Prisma... Der erste Prismastein, den man abgegeben hat. Aha, da hat man damals Funkeltitanit gekriegt. Mal gucken, was man jetzt kriegt. Ein Lebenstein. Wow, super. Köderschädel könnten wir versuchen. Nein, so nicht. Okay. Mentar. Gut, dann so ein Lloyds Talisman könnten wir noch ablegen. Na, geht das? Nee, so nicht. Okay. Hey. Sei leise, ich will ins Inventar. Okay, dann legen wir aber jetzt die Dinge ab, die wir ablegen wollten die ganze Zeit. So, mal gucken. Dämonengroßhammer. Oho, aber der wird wahrscheinlich nicht für uns sein. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen jetzt nochmal was anderes. Und zwar weißer Ring. Interessant, da kommt immer so ein Zufalls-Item wahrscheinlich raus. Was sonst irgendwas wir ablegen können? Das könnten wir versuchen. Nee, können wir nicht ablegen. So ein Ding können wir auch nicht ablegen. Auch nicht ablegen. Auch nicht ablegen. Auch nicht ablegen. Okay. Das ist doch smooth und silky. Ablegen. Okay, so nicht. Okay, ich möchte gerne ins Inventar. Jetzt mal die Waffe angucken. Ausrüstung. Dämonengroßhammer. Ist er das? Ja. Boah, der geht aber ab. Alter Finne. Das ist eine Stärke, das ist ja... Boah! Leute, wenn ihr ein Strength-Build macht, nehmt als Start-Item dieses scheiß vertrocknete Etwas mit. Vielleicht kriegt ihr die Scheiße daraus. Alter Finne. Und der weiße Ring. Ich suche ihn gerade mal optisch herauszufinden. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Weißer Ring verleiht das Aussehen eines Phantoms. Warte, wenn ich den ansetze... Wie unnötig. Wie unnötig ist der denn bitte? Dieser wertvolle Ring gewährt den Schutz von Queller, dem Gott der Träume. Den Träger als Phantom erscheinen, um ihn zu täuschen. Wer eine Falle stellt, muss wachsam sein, denn Fallen sind dafür bekannt, ihre Wisse zu... Wie geil ist das? Dann kannst du... Wie geil. Einfach bei PvP kann man dann sich, man invasioniert jemanden und versteckt sich als freundlichen, Typen. Das ist ja geil. Boah, aber schade, dass ich kein Stärke-Bild habe. Also sonst würde ich das Ding jetzt auf jeden Fall benutzen, dieses andere Ding da. So, die letzten Parts waren ja ziemlich lang, deswegen machen wir den mal ziemlich kurz. Wir gehen noch einmal kurz nach Medjula zurück. So, reisen. Ach komm, jetzt gucken wir einmal durch den Nebel durch. So, überredet. Mein Gott. Könnt auch nicht locker lassen. Mein Gott, hört auf, mich zu sowas hier zu drängen. Boah, jetzt interessiert mich aber echt, was in dem Nebel ist. Da bin ich echt gespannt. Oh, komm. Mal schneller. Mich interessiert das jetzt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt ist los. 100 pro PvP. Was ist eigentlich das für... Ach, habe ich das schon mal erzählt, dass man jetzt immer invasioniert werden kann? Den Nebel betreten. Oh, 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 oh. Aua. Aua. Boah, Alter. Alter.
Bomben. Oh, 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 das sind aber viele. Das sind viele. Oh, sind das viele. Boah, Alter. Oh, Mann. Die Scheiße ist. Wir kommen da nicht wieder weg. Wir müssen die Stelle jetzt machen. Oh nein! Nein! Oh. Okay, dann war es jetzt trotzdem mit dem Part. Ich setze mir das Leuchtfeuer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!